So, meine lieben Freunde, hallo und herzlich willkommen zum neuen Video hier in ATS. Und nein, das ist nicht mein neues Fahrzeug. Ihr wisst, der Volvo ist in der Werkstätte, hat ein Problem, springt nicht mehr an, macht keinen Mucks. Techniker war da, ihr wisst es vom letzten Video. Ja, und steht nach wie vor. Also ohne Fahrzeug habe ich echt ein Problem. Der Mac ist wieder retour gegangen. Und zwar genau zu dem Zeitpunkt, als ich bei einer Werkstätte vorbeigekommen bin und da ein wirkliches Schnäppchen am Straßenrand direkt auf mich gewartet hat. Ich habe mich in das Fahrzeug sofort verliebt. Habe das auch kurzerhand dann mit dem Verkäufer dort besprochen, dass wir noch folieren, lackieren, alles was notwendig ist, so wie ich mir das vorstelle. Und dann ist ein wirklich für meine Verhältnisse zumindest ein relativ schönes Fahrzeug rausgekommen. Und wir schauen uns das vielleicht hier kurz an. Man sieht ihn schon im Blickwinkel. Da steht er, mein neuer Pit. Ein wunderschönes Fahrzeug, finde ich. Ich habe mir den selbst geskinnt. Und ist wirklich, ja, mir gefällt er sehr gut. Bin ganz schwer begeistert, habe mir auch den Trailer dann noch dazu gemacht. Es ist, ich muss fairerweise dazu sagen, es ist mein erster Skin im ATS. Und dafür finde ich es gar nicht mal so schlecht. Trailer habe ich bewusst sehr dezent gehalten. Und dezent ist auch der Beat, ganz klar. 610 PS, 18 Gang Eaton Fuller. Ich liebe dieses Getriebe, wirklich, also genialst, absolut genialst. Zum Fahren macht wirklich sehr, sehr viel Spaß. Hätte ich mir nie zu behaupten gewagt. Ich glaube, ich habe schon mal erwähnt, vor einem Jahr, wenn irgendwer zu mir gesagt hätte, du fährst ATS, hätte ich gesagt, never ever. Ja, aber durch die Dieselpassion hat sich das alles anders ergeben und ist auch gut so. Ich bin wirklich stolz auf meinen Beat und ja, wir haben auch schon eine Tour bekommen. Wir haben Milchpulver nach Alamo Gordo. Ich hoffe, dass man es so ausspricht. Keine Ahnung. Auftragsvergütung ist moderat mit $380, aber gut, die Strecke ist relativ kurz. Von dem her ist das völlig in Ordnung. Wir springen rein. Und starten das Schätzchen. Und beginnen die Fahrt. Mit diesem Traum. Also der ist doch wirklich schön, oder? Ja, Volvo steht, wie gesagt, nach wie vor. Wenn das nicht funktioniert, werde ich den verkaufen. Es ist schade drum, es ist wirklich ein tolles Fahrzeug. Vielleicht vom Design her nicht unbedingt das Ansprechendste, das ist schon klar. Aber absolut sehr ein richtiger Büffel, wenn er geht. Ja, wir sind in New Mexico, starten hier in Albuquerque. Und ich freue mich total auf diese erste Fahrt mit dem Pit.
Wir haben zarte 610 PS am Start. Also die Kiste hat richtig PS. Damit steht uns hoffentlich Tür und Tor offen. Bei allen möglichen Partnern, bei allen möglichen Firmen, für die wir in Zukunft fahren können. Da könnte sich schon durchaus was ergeben. Hat die Polizei ihn rausgezogen oder nein, ist die Rettung, glaube ich. So sieht es zumindest aus. Ja, kein Schnee hier weit und breit, im Gegensatz zu dem, so wie es bei uns in Österreich aussieht. Wobei ich muss fairerweise gestehen, der geht auch bei uns hier in Oberösterreich schon kräftig weg zum Teil. Also da, wo ich zu Hause bin, haben wir überhaupt kein Problem. Da schaut die Wiese wieder aus. Es gibt natürlich überall Orte. Da schaut die Welt ganz, ganz anders aus. Da muss die Feuerwehr und Bundeswehr raus zum Dächer abschaufeln und so. Wir haben Orte, die nicht mehr erreichbar sind und und. Lawinengefahr, es gibt bereits Tote. Also echt gar nicht so ohne. Herr Meister. Kein Stress, der Kollege. Aber Stress haben wir auch keinen. Dann schauen, ob wir eine Anschlusstour bekommen. Irgendwas wird sich schon noch ergeben. Hallo. Seine Umleitung können wir nicht nehmen hier. Müssen wir weiterfahren.
Ja, ist doch ein schmuckes Ding, oder? Was sagt ihr? Bin gespannt auf eure Kommentare. Ob euch der Beat genauso gut gefällt wie mir. Bin richtig stolz drauf. Auf das geniale Teil hier. Gefällt mir sehr, sehr gut. Die Motorbremse ist auch absolut genial. Die blubbert so richtig schön dahin, so blub, 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 blub. Cool. Absolut cool. Ja, und wenn ihr zufällig mal in Phoenix seid, ihr seid immer herzlich willkommen. Kaffee ist immer bei mir in der Garage verfügbar. Maschine steht dort, Kapsel rein und los geht's. Gerade eine neue Maschine gekauft, die alte hat den Druck nicht mehr zustande gebracht. Ach, genial. Aber Milch und Zucker müsst ihr selbst mitbringen, brauche ich nicht. Ich trinke nur noch schwarz. Und das schon seit einiger Zeit. Zucker im Kaffee habe ich sowieso schon über, ich glaube, über 20 Jahre nicht mehr. Und wie gesagt, auf die Milch verzichte ich inzwischen auch. Also ich trinke den nur noch schwarz. Erst durch einen guten Kaffee ist man ein richtiger Mensch. Und das Leben ist viel zu kurz, dass man schlechten Kaffee trinkt. So eine schöne Gegend hier. Endlose Weite. Genial. Sehr, sehr schön gemacht. Wirklich sehr schön gemacht. Bin schwer begeistert vom ganzen ATS.
So weit ist es jetzt nicht mehr. Da vorne kommt dann schon die Abladestelle. Unmöglich zum Bremsen. Unmöglich. Boah, der hätte jetzt beinahe gescheppert, aber genauso passiert es auch im Real Life. Man ist irgendwo ein bisschen abgelenkt. Leute, so schnell geht das. Sieht es immer wieder auf den Autobahnen, diese Auffahrunfälle mit den LKWs, das ist echt heftig. Also man muss wirklich zu 100% konzentriert bei dem Job sein, sonst ist das für alle Beteiligten ein echtes Risiko. Und da weiß man auch, was die Burschen leisten Tag für Tag. Was die leisten müssen. Ja, komm, wieder rot. War jetzt nicht so geplant. So. Komm, auf los geht's los. El Paso, so also wird es auch rechts gehen. Aber es ist nicht unsere Strecke. Wir biegen links ab. Ich glaube, da vorne rechts wird es zum Abladen. Bei der Bude.
So schaut das aus. So schaut das aus. Herausforderung des Tages, damit wir keine Schilder mitnehmen. Hat funktioniert. Sehr gut. So, komm. Yes. Ich glaube, da ist unsere Uploadstelle. Da nicht allzu viel Platz. Hallo! Na, meine Güte, fährst nicht weg. So. Ich glaube, da dürfen wir rein, gleich beim ersten Tor, so wie es ausschaut. Die Frage ist, ob ihr euch das jetzt antun wollt, dass ihr mir da zuschaut, wie mich da jetzt abplage. Na, schauen wir mal. Was wird, wenn es nichts wird, schreibt man einfach aus. Ist ein bisschen zu gut gemeint. Vielleicht haben wir uns mit dem Spiegel leichter. Naja, Leute, so schlecht war das jetzt da wieder nicht. Oder? Ein bisschen ausrichten da. Dann schaut die Welt ganz anders aus. Oder? So. Also rückwärtsfahren ist im ETS um einiges leichter. Das muss ich an der Stelle schon einmal gesagt haben. So, wir müssen trotzdem einmal kurz rausspringen, weil ich kann es überhaupt nicht abschätzen. Wie es da jetzt ausschaut. Gar nicht so schlecht. Audi. Bei der Gelegenheit machen wir die Tore auf. Zack. Genau. Also ein bisschen Zug können wir auf alle Fälle noch. Das passt gut. Wow, so schön. So ein schönes Fahrzeug.
So, Leute. Ja, genau. Passt. So bleiben wir stehen. Ich schaue, dass ich ihn zum Uploaden finde. Und euch sage ich besten Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Tschüss, euer Hermi.